Du gehst mit deinem Auto in die SB-Waschanlage, aber welches Programm wählt man da am besten? Wofür steht eigentlich was? Einfach von 1 bis 5 alles durch oder genügen vielleicht auch einzelne Nummern und man spart Zeit und Geld? Alle Antworten jetzt mit Giancarlo the Teacher. Die Vorwäsche ist für starken Schmutz gedacht, also bietet sich vor allem dann an, wenn das Fahrzeug stark verschmutzt ist. Mit diesem Programm könnt ihr also Sand ideal entfernen und eben den ganz groben Schmutz. Dann haben wir den Powerschaum, also Schaum, der auf das Auto aufgesprüht wird und dort direkt einwirkt, löst den Dreck, sodass bei eigentlicher Reinigung später möglichst wenig Kratzer verursacht werden. Dann folgt die Hauptwäsche, die wird mit warmem Wasser und in den meisten Fällen auch mit etwas Reinigungsmittel, mit dem sogenannten Powerschaum, wieder abgespült. Dadurch bleibt jedoch ein Reinigungsfilm auf dem Fahrzeug, weshalb die Hauptwäsche nicht nach der Reinigung durchgeführt werden sollte und auch nicht zu lange einwirken sollte. Klarspülen im nächsten Schritt entfernt dann diesen Restschaum. Und für den Glanz haben wir dann nochmal Glanzspülen. Und Schaumwachs wird auch von vielen angeboten, nicht von allen. Und auch nicht alle haben, wie ihr bei mir jetzt gerade gesehen habt, das Ganze nochmal schön einmal aufgelistet. Deshalb sollte man sich das schon irgendwo mal merken oder mal gehört haben. Ja? Also, worauf wartest du? Reinige dein Auto mit dem richtigen Programm für den perfekten Glanz, damit das so aussieht wie bei mir.